So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Ich tapp mal ganz kurz raus, um zu schauen, ob die Aufnahme läuft. Jo, alles super. So, jetzt geht es weiter. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen was gelernt. Warte, X ist zaubern. Okay, so war das. Nur, dass ich nochmal kurz die entsprechende Steuerung wieder rauskriege, denn ich habe ein bisschen nicht aufgenommen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel Herz empfangen und Herz schenken und das sind sehr wichtige Zauber. Lindernde Hand ist auch super. Vertrauten rufen. Hm. Bringt das eigentlich jetzt gerade irgendwas? Nichts passiert. Okay. Und hier... Ja gut, auf jeden Fall, wir haben ja jetzt auch einen Vertrauten. Stimmt hier. Das kam ja auch vor zwei Folgen. Ich meine vor zwei Folgen. Ach ja. Aber es gibt diese Wache in Katzbuckel, der wir helfen sollten. Boah, ich finde, das sieht schon beeindruckend aus hier. Na komm, an dem kommen wir nicht vorbei. Hauen wir den Ouroboros platt. Ach, es sind sogar zwei. Schicke ich den Kleinen raus. Wie war das? So, Schnitter. Zack, platt gemacht. So muss das laufen. Der Kleine hat's drauf, also der ist stark geworden bereits. Ein Kugelei. Was bringt denn ein Kugelei? Hier haben wir erstmal Weißbrot und Eiskaffee. Zutaten. Ach, das ist ein... Kann man was draus kochen? Okay. Also kann man Leckereien und sowas draus machen, so wie es aussieht. So, wir müssen zurück nach Katzbuckel. An diese Landschaft, das muss ich mich echt ein bisschen gewöhnen. Wobei das auch wieder... Okay, der greift uns augenscheinlich an. Bleibt jetzt aber erstmal eine Weile. Ah, ich wollte ihn von hinten erwischen. Bringt halt alles Erfahrung. Die haben alle beide diesen Typ. Das heißt, ich mach's lieber selbst. Okay. So. Fetter Feuerball. So, und... Wieder ein Feuerball. Boots kaputt. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass der Kleine sich mit Oliver zusammen die MP teilt. Oh, eine Pastete. Das ist augenscheinlich ein Snack für den Kleinen. Mist, ich wollte ihn auch jetzt so erwischen. Ich nehme die halt tatsächlich mit, weil bringt ja alles Erfahrung. Der Kleine hat die besseren klassischen Kampfwerte. Das heißt, Angriff, aber auf den würde ich sagen. Ja, der kriegt kaum Schaden, also alles ist gut. Ja, jetzt greifen wir einfach, wir kämpfen jetzt gegen das, was uns angreift, so. Ich will es auch nicht zu lange rauszögern. Okay, wenn der uns nicht angreift, weiß ich auch nicht. Laufen uns vorbei, genau. Ha! Jetzt gibt's auf für Phrase, Junge. Okay, dann... Ja, komm, so. Wie gesagt, der hat halt die besseren Angriffswerte einfach. Und der haut inzwischen aber auch gut rein. So, da sind... Genau. Immer schön die Heil-Orbs aufnehmen. So, das... Wieder eine Pastete. Oder ist das ein Item zum Heilen? Ne, das ist ein Snack. Eine Leckerei. Hm. Eine dampfende Pastete mit mürber Kruste. Der bloße Anblick lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Klingt doch auch schon mal lecker. Ah, ja, stimmt, da unten war die Stadt. Die laufen schnell, die Kleinen. Die Flaupfausel.
Also merkt man echt, es ist ein Kinderspiel, aber es ist schön. So, hau mal einen Schnitter raus, mach die beide platt. Verdammt, ich hab den blauen nicht mehr gekriegt. Da will man immer hin. Oh, Mana, gib her! Aber Gegengift gekriegt, ist auch gut. Ah, Kacke, der kam von hinten. Okay, wollte ein Nickerchen gegen mich einsetzen und ja komm, dann hauen wir den jetzt einfach aufs Maul. Auch Oliver kann die halt kaputt hauen. Also wir sind, glaube ich, schon so ein bisschen overlevelt für die. Witzig ist das trotzdem. Ich muss mal eine Sache schauen. Ah ne, ich kann Optionen hier im Spiel nicht direkt ändern. Ich habe auch in den Einstellungen sonst was. Magischer Begleiter für Einstellungen. Kann ich hier sowas machen wie... Mini-Karte, Vibration. Ne, ich kann nicht zum Beispiel ändern, dass die Charaktere etwas, also die Stimmen lauter sind als die Umgebung oder sowas. Weil das hätte ich gerne eingestellt, denn die Stimmen waren in den Videos doch immer ein bisschen leise. So, zurück in Gatsbuko. Looks like he's still the worse for wear, huh? Mr. Drippy, we have to help him. Righto, Ollie boy. I better explain how it's done then, innit? First thing you'll need to do is to take the locket Tree Face gave you and fill it with the piece of heart our friend is missing. The piece of heart? That's right. One of the bits we're all made up of deep down. The bits we're made up of? I don't understand. How can I put it? Ah, just give it a go. You'll soon work it out, man. First off, what that guard's missing is a drop of good old-fashioned enthusiasm. Find some and give it to him, and he'll be right as rain. Okay, but where do I find enthusiasm? Well now, feast your eyes on that other guard there. Hup. And, ha. And, he's got more get-up-and-go than a sack of squirrels. If he hasn't got some enthusiasm to spare, I'm a monkey's uncle. Ask nicely, and I'm sure he'll give you a lend of it. Sure, I'll try my best. Gut, und das ist tatsächlich eine Mechanik, die kannte ich auch noch, also davon wusste ich. In diesem Spiel geht es halt häufig darum, dass man von bestimmten Charakteren quasi eine positive Eigenschaft nimmt und die bei anderen damit quasi, also das Fehlen davon bei anderen behebt. Reden wir mal mit ihm. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie uns vielleicht einen Gefallen tun? Ich würde nur zu gerne, aber ich kann leider nicht. Ohne die Erlaubnis meines Kollegen darf ich das Tor nicht öffnen. Oh, darum geht es nicht. Wir würden nur gerne etwas von Ihrem Enthusiasmus borgen. Na, wenn du Enthusiasmus brauchst, davon habe ich genug. Nimm dir so viel du willst. Vielen Dank. Tröpfchen, wie kann ich den Enthusiasmus aus seinem Herzen nehmen? Scheint mein Buch auf den Seiten nach, die du vom ollen Baumheini gekommen hast, ja. Erst musst du den Zauber Herz empfangen anwenden. Herz empfangen, wie? Klar doch. So. Geht nur bei Leuten, die einverstanden sind übrigens. Manchmal muss man dafür, glaube ich, auch Quests machen. Also Nebenaufgaben. Tidy! Looks like you got yourself a locket full of enthusiasm. Now, you just gotta give it to our friend over by there. Okay, here goes. So. Wir müssen dieser Wache also den Enthusiasmus geben, den wir von ihrem Freund hier bekommen haben, oder? Genau, Olli. Diesmal brauchst du den Zauberherz schenken. Ist klar, oder? Ich weiß, klingt fast wie der andere, aber wechsle die beiden bloß nicht. Keine Sorge, Tröpfchen. Herz schenken ist ja zum Heilen von gebrochenen Herzen. Das kann ich mir merken. Also, wenn du Herz schenken zauberst, musst du das Herzstück, das du ersetzen willst, aus deiner Fiole wählen. Gerade hast du eh nur eins drin, also könntest nicht mal du's vermasseln. Dann mal los, gib dem Torwächter seinen Enthusiasmus zurück. Okay, los geht's. Herz schenken. Stellt das Gleichgewicht gebrochener Herzen wieder her. So. Enthusiasmus, es gibt aber auch noch andere Dinge.
Und wir können, glaube ich, auch immer nur eines von jeder Sorte hier drin haben, aber ist auch nicht weiter wichtig. Enthusiasmus, die Quintessenz des Tatendrangs. Beautiful! It worked! Neato! Tidy! Looks like he's back in the land of the living! What's happening? Where am I? Well, 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 you're back with us, I see. Yes, I feel so strange, as if a weight has been lifted from my heart. I feel better. Thank goodness for that. I was worried about you. I'm sorry, I wasn't myself. But I'm back now, and ready to work harder than ever. Well then, these fine people have all come to visit our great kingdom. I think we'd better let them in. Indeed we had. This way, everybody. Ich kann dir nicht genug danken, aber du bekommst sicher eine stattliche Menge Verdienststempel für deine Heldentat. Verdienststempel? Was ist das denn? Du hast mir also geholfen, ohne an die Verdienststempel zu denken, die dir das einbringen würde. Du hast aber eine Stempelkarte, oder nicht? Darauf kannst du die Stempel sammeln, die du erhältst, wenn du anderen aus der Patsche hilfst. Solltest du noch keine Karte haben, dann statte dem Auftragsexpress hier in der Stadt einen Besuch ab und hol dir eine. Aber ich schweife ab, ich muss dieses Tor öffnen. Darauf wartet ihr doch, oder? Ja, bitteschön. Schick, endlich kommen wir rein. Katzbucke, Schloss des Katzenkönigs. Das ist aber auch schön designt hier. Das ist. Ich mag's. Man sieht ja wirklich so Ghibli einfach. Wir sind endlich hier. Endlich in Katzbuckel. Jawohl. Ne, nochmal. Jawohl, ja, Olli. Zugegeben, es waren ein paar unvorhergesehene Hürden auf dem Weg. Aber Ende gut, alles gut. Und irgendwann wäre ich sowieso mit dir zum alten Baumheini. Alles klar, die Jagd nach dem Zauberstab geht weiter. Der König erkennt auch ein paar Zauber. Vielleicht kann er uns ein bisschen helfen. Ein echter König? Klar, dann müssen wir wohl zu dem großen Palast dort, oder? So, erstmal gibt's hier einen Speicherpunkt. Schau mal an, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du auch die auch... Ach nee, das ist was anderes. Kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Das heißt, man kann hier direkt speichern? Tatsache, das ist ja mal geil. Dann sprechen wir mal mit den Leuten einfach. Wurde auch Zeit. Ich hoffe nur, dass die Boutique noch nicht alles verkauft hat, was ich brauche. Ja, es gibt hier sehr viele komische Wortspiele. Uff, jetzt kann ich endlich Pipi machen. Ich gehe mal weg. Entschuldigung. Willkommen in Katzbuckel. Wenn ihr den königlichen Palast sucht, geht einfach die Straße lang. Wir werden uns noch anderweitig erstmal umsehen. Keiner scheint in letzter Zeit noch Energie zu haben. Nun, junger Mann, wie gefällt dir Katzbucke? Schön grün hier alles, oder? Es ist aber eine Schande, dass alle in letzter Zeit so müßig geworden sind. Ich frage mich, was mit ihnen los ist. Mir fehlt einfach der Antrieb, irgendwas zu tun. Oh, und da glitzert was. Du erhältst 5 Gulden. Kann man hier rein? Nö. Also hier ist augenscheinlich ein Gebäude, in das man rein kann. Die Minimap ist sehr praktisch. Okay. Ist das, wo wir hin sollten? Wegen Stempelkarte? Die Vermietzekatze. Was ein Name. Schön. Vermietzekatze. Wie heißt die bitte im Englischen? Vor allem, wie heißt die im Japanischen? Oh, es tut mir leid. Oh, es tut mir leid, aber wir haben derzeit geschlossen. Bitte kommt später nochmal vorbei, wenn ihr hier übernachten wollt. Okay, das ist also ein Punkt, an dem man einfach ein bisschen wahrscheinlich Lebenspunkte und sowas auffrischen kann für ein bisschen Geld. Oh. Ein Kuchen! Wer hat den Kuchen in die Vase gesteckt? Und warum? Immerhin muss man nicht wie bei The Legend of Zelda hier die Vasen kaputt machen.
Ansonsten. Ach, da geht's nur wieder raus. Aber wir können auch mit denen hier reden? Endlich, ich dachte, sie würden uns nicht uns nie hineinlassen. Oh, ich bin ziemlich spät dran. Mutter wird nicht gerade begeistert sein. Ja, hier können wir noch mit den Wachen reden, aber das spielt auch keine Rolle. Wir können nur weiter der Straße folgen, okay. Obwohl, nee, es geht hier auch rechts weiter. Also da sollte es dann zum Schloss des Katzenkönigs gehen. Hier geht's dann woanders hin. Glaube ich. Komm schon, Mann, was träumst du denn schon wieder? Auf diesem Weg kommen wir nie zum Palast, oder? Ja, sagte Palast, genau. Ich war ein bisschen zu schnell mit dem wieder weggehen. Ah, okay, der lädt einzelne Abschnitte. Oder Filmsequenzen. Jeepers. It's so different. Stop staring, man, it's rude. But look at those goofy clothes. Goofy? Are you blind? You are the goofy one around these parts. Huh? Ah, look at his funny clothes. Huh? Do I really look so strange? Crikey, we better get you a new outfit before they put you in the zoo. Come on, Ollie boy. Okay. Tut mir leid, Olli, egal wie modisch die in Motorville auch sind, mit den Sachen kannst du ja echt nicht rumlaufen. Sind meine Kleider echt so seltsam? Aber ich habe keine anderen. Dann müssen wir dir halt welche kaufen, oder nicht? Hier in Katzbuckel gibt's eine Menge Läden, Mann. Einer von denen wird ja wohl Klamotten im Angebot haben, oder? Wahrscheinlich schon. Okay, suchen wir einen Laden, wo ich mir was zum Anziehen kaufen kann. Das könnte die Boutique sein, die eben erwähnt wurde. Okay, gerade sehr schöner Übergang. Kann man irgendwo auch mit. Ach so, blendet man nur die Karte. Rechter Button, da sieht man die Karte nochmal genau. Okay, da müssen wir hin. Es gibt aber noch hier direkt auf diesem Platz was. Und was haben wir hier noch? Bist du schon beim Grab des Weisen gewesen? Es befindet sich östlich des Palasteingangs. Ich mache mir Sorgen um meine Jungen. Jedes Mal, wenn sie zum Spielen rausgehen, holen sie sich Schrammen und blaue Flecken. Hier sind ja noch mehr Leute, mit denen man reden kann. Hallo, junger Mann. Kann ich dich für frisches Obst begeistern? Wow, schicke Kleidung. Wo hast du die denn her? Gut, hier ist nämlich jetzt was. Und vielleicht, man kann augenscheinlich auch hier hinlaufen. Hier ist doch sicher was versteckt. Wusste ich's doch. Du hältst eine Kugel Eiscreme. Und guck mal, was da ist. Da ist was, wo ich bisher nicht, also noch nicht hinkomme gerade. Guck mal, von da unten da irgendwie hin. Ist das ein versteckter Weg? Man muss irgendwie durch das Haus gehen können. Also, es wird einen Weg geben irgendwann. Aber ernsthaft, ich habe eine Kugel Eiscreme gefunden. Lass mich raten, das ist auch wieder hier was. Dieses Eis ist genau das Richtige, wenn du einen kühlen Kopf brauchst. Also isst besser nicht zu viel davon. Aber isst bitte nicht zu viel davon. Dieses einfache Erdbeerbiskuit gibt es bei jedem Bäcker. Ist es auf der ganzen Welt bei Jung und Alt beliebt. Wir haben echt eine ganze Menge Snacks gekriegt. Meine Frau tut so viel für mich. Sie ist wirklich wundervoll. Die Wäsche ist fertig und das Haus ist blitzsauber. Es wird Zeit, einkaufen zu gehen. Und hier ist eine Katze. Hallo Katze. Der Laden dort drüben ist der Auftragsexpress. Dort können Leute um Hilfe bitten, wenn es ihnen etwas miaufs Gemüt drückt. Oh, die Wortspiele! Solltest du jemandem in Not helfen wollen, sieh dir die alte die Anschlagtafel im Laden. Meistens bekommst du miauch eine Belohnung, wenn du jemandem hilfst. Erstmal hole ich das, was hier glitzert. 20 Gulden, wir werden reich. Gibt es hier sonst noch irgendwas, bevor wir da in den Auftragsexpress gehen? Ach, das ist ja cool. Wer hat sich das denn ausgedacht? Vor allem, warum kann der Kleine das? Der ist beweglicher, als ich dachte. Aber vermutlich ist das irgendwann... Muss man da in die Kanalisation? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, hier mache ich dann einen Schnitt und in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal schön in diesen Auftragsexpress. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik da, vielleicht ein Däumchen nach oben.
Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ni No Kuni. Der Fluch der Weißen Königin. Ich bin dann gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin. Cheerio!